Vielleicht dort rüberspringen? Ich glaube, wir müssen jetzt hier raus. Ah, wir können hier rauskriechen. Okay. Der Doktor ist tot. Der verrückte Professor, meine ich. Ich komme gerade nicht mehr auf seinen Namen. Den habe ich jetzt hier vor lauter Flüchten total vergessen. Da haben wir jetzt nichts und wir sind in einem Treppenhaus angekommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir runter sollen, aber ich gucke vorher mal oben. Vielleicht liegt ja hier noch eine Akte oder ein, ja, eine Batterie für uns. Nein. Okay. Gut, gehen wir wieder nach unten. Oh, wir haben den Professor überlebt. Wir haben zwar Finger verloren, aber immerhin leben wir noch. Okay. So, befindet sich hier unter der Treppe noch irgendwas Sinnvolles? Okay, hier können wir rüberspringen. Und eine Batterie. Batterie Nummer 6. Okay. Und wir zwängen uns durch. Da haben wir einen Computer. Das heißt, wir sind anscheinend aus dem Gefängnistrakt wieder raus. Teamwork. Team Player Award. Patrick Petrinia. Employee of Murkoff Corporation. Who best exemplary Team Concept. Okay, er hat eine Auszeichnung für Team. Ja, Arbeiten bekommen für einen Teamplayer. Okay, wir müssen hier durch. Ich reiß einfach jetzt erstmal die Türen auf. Wer weiß, was dahinter lauert. So ein umgeschubste Sachen. Ein ziemlich kaputter Raum. Okay, wo befinden wir uns denn jetzt hier? Eine Kapelle? Gott sei Dank. That secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Okay, wir sollen Vater Martin draußen treffen. Er befindet sich allerdings auf anderen Seite einer verschlossenen Tür, wo sich anscheinend der Ausgang befindet. Okay, hier entlang, dort hätten wir eine Tür. Hier entlang hätten wir auch noch eine Tür, okay. Ich glaube, wir nehmen erstmal die Tür in diesen Gang. Oh, ist das dunkel hier? Wieder ein Badezimmer, wie es aussieht. Mit Spinden und Licht. Dort liegen Dokumente am Boden, die allerdings nicht leserlich sind. Okay. Hier in der Ecke wieder eine Tür. Die können wir öffnen. Und wir befinden uns... Ja, wo befinden wir uns jetzt? Wieder im Hauptgebäude der Anstalt, so wie es aussieht. Hier ist nichts mehr. Okay, und ich höre schon wieder jemanden oder etwas. Oh Gott, müssen wir gleich wieder rennen? Da in der Ecke geht's nicht weiter. Ich habe da gerade ein Feuer gesehen, es scheint hier also zu brennen irgendwo. Und eine Batterie. Okay. Hier brennt es, hier in der Ecke geht's nicht weiter. Und ich glaube auch hier in der Ecke ging's nicht weiter. Okay, hier oben geht's rüber. Gut, gucken wir uns mal hier drüben. Oh, und es brennt tatsächlich hier alles. Das Spiel ist gespeichert. Hier können wir uns wahrscheinlich nicht lange aufhalten, da es alles doch verdammt heiß hier ist. Da passen wir nicht durch. Okay, wir leiden auch Schaden, wenn wir uns hier lange aufhalten, so wie es aussieht. So, hier durch. Okay, er hat es angezündet alles und will hier drinnen bleiben, so wie es aussieht. Neusiel, schalten Sie die Sprinkleranlage ein. Wo befindet sich hier die Sprinkleranlagen? Das heißt wahrscheinlich hier hinüber. Und hier unter durch. Ein Wachmann, der am Boden liegt. Okay. Hier in der Ecke noch irgendwo etwas. Außer Feuer. Nein, okay. Gut, das heißt raus aus diesem Raum und gucken, wo wir die Sprinkleranlage finden. Diese wird auch garantiert wieder von irgendjemand oder etwas bewacht. So, da kommt man durchgequetscht. Aber vorher gucken wir mal den dunklen Gang entlang. So. Die Tür kann man öffnen bzw. schließen. Hier hinter irgendwo etwas versteckt im Regal. Nein. Gut, weiter geht's. So. Was haben wir denn hier? Teamwork Player, schon wieder der Patrick und eine weitere Akte.
Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychologische akute Belastungsreaktion ist keine Schande. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff Erfolgsberater zu erhalten. Okay. Die Leute werden also hier, ja, wenn sie irgendetwas sehen, was sie glauben gesehen zu haben, was gar nicht da ist, sollen sie sich einfach melden und ja, bekommen Hilfe von einem Erfolgsberater. Was auch immer die für einen Erfolg beraten. Wie das aussieht an der Hand. So, die Tür ist verschlossen. Die Batterien sind fast alle. Und das Spiel wird gespeichert. So, gucken wir mal in der Ecke hier hinten. Liegt hier noch etwas rum? Nein. Okay. Wenn hier so einfach das Spiel speichert, wird sie doch hier garantiert gleich wieder irgendwas befinden. Okay, die Sprinkleranlagen. Es ist kein Wasser im System. Öffnen Sie zuerst die zwei Ventile. Okay, die zwei Ventile. Bears, Cafeteria, Landry. Okay. Hier kommen wir nicht durch. Das heißt, wir müssen in diese Richtung. Und wen haben wir da? Och nö. Nicht der schon wieder. Wieder mal der Fatty McFatFat. Der fette Typ. So. Licht aus. Und wir warten kurz im Schrank. Ich höre Ketten rasseln. Er kommt dichter. Ich hasse dieses Spiel. So. Geht er weiter oder kommt er jetzt hier rein? Ich höre keine Ketten mehr. Ich würde es jetzt einfach mal wagen. Dort ist er nicht zu sehen. Und dort... Okay, er geht gerade. Bitte dreh dich jetzt nicht um. So, einfach mal um die Ecke gucken. Er guckt aber in unsere Richtung. Und... Wo lang geht er? Er überlegt noch. Komm, geh weg. Okay, er geht weiter. Aber wir müssen irgendwie an jemand scheint vorbeikommen. Okay, er geht jetzt da in den nächsten Gang hinein. Oder ist das kein Gang? Okay, hier ist er gerade nicht. Wir rennen jetzt einfach mal. Und er hat uns gesehen. Okay, hier hinten rein. Okay, wir sitzen in der Falle mal wieder. Und er hat uns auf den Kopf gehauen. Tür auf. Tür zu. Und in den letzten Spind hier hinein. Vielleicht hilft es ja. Vielleicht sieht er uns nicht. Da wäre der erste Hebel gewesen fürs Ventil. Die Musik ist ruhig. Und ich höre seine Ketten rasseln. Er weiß, dass wir hier drinnen sind. Und wenn ich es richtig habe, gibt es hier nur diesen einen einzigen Spind. Ich hoffe, er ist blöd genug, um zu glauben, dass wir uns in Luft aufgelöst haben. Ja. Ein hübscher Spind. Unser bester Freund hier im Spiel. Betten und Spinte. Und ich glaube, er ist weg. Ja, er ist gegangen. Ventil Nummer 1. Okay, Ventil Nummer 1 haben wir gefunden. Es gab hier sogar zwei Spinte. Ich glaube, das war das, was uns gerade gerettet hat. So, hier im Dunkeln noch irgendwo. Ach nein. Und er sieht... Jetzt sieht er uns doch garantiert, wo wir hinrennen. So blöd kann nicht mal der sein. Ja, das dachte ich mir doch. Nein. Er schmeißt ihn zu Boden. Aber tötet uns noch nicht. Okay. Das heißt, wir haben noch mal eine Chance wegzurennen. Wo lang? Dort entlang. Und die Tür hinter uns zu. Und weiter geht's. Hier entlang. Wir gucken mal, dass wir gleich möglichst zum nächsten Ventil oder in die Nähe des nächsten Ventils kommen. Hier lang. Okay, hier lang. Das sieht natürlich nicht nach unbedingt nach Möglichkeiten mit Ventilen aus. Und ein Spind. Den nutzen wir jetzt erstmal kurz, um Luft zu holen. Da ich glaube, dass er uns immer noch folgte. So. Okay, gerade ist Ruhe. Wir gehen raus aus dem Spind. Und gucken weiter. Okay, da kommt er gerade hinein. Und wir verstecken uns. Puh. Ja, kommt dichter. Ich höre seine Ketten immer noch rasseln. Oder geht er? Wir müssen weiter. Ja, okay, da ist er noch. Aber er hat uns, glaube ich, nicht gesehen. Und er geht raus hier aus dem Raum. Okay. Er ist wieder raus. Okay, hier ist nichts.
Wir müssen also wieder zurück in den Raum, hier in die Mitte. Da hinten ist er. So, er geht jetzt da entlang. Wo müssen wir hin? Ist die Frage wahrscheinlich dort. Er geht da hinten wieder entlang. Mal gucken, jetzt bleibt er stehen. Wo gehst du jetzt lang? Geh rein in den Raum. Ich habe jetzt keine Lust zu rennen. Okay, er geht jetzt da lang. Dann laufen wir hier ein bisschen im Kreis mit ihm rum. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Ach, der Scheinwerfer hier ist ja geil platziert. Okay. Wir schleichen weiter. Ich glaube, dass er hier nämlich im Kreis läuft. Und nein, er geht genau da rein, wo wir auch hin wollen. Wir gehen langsam weiter. Wir schleichen jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Und da vorne liegt eine Akte. Nein, eine Batterie. Die holen wir uns natürlich. So, schnell die Batterie nehmen. Und wir schleichen. Der ist ein wenig kopflos anscheinend. Und, oh, ich lade nach. Das wollte ich jetzt nur nicht unbedingt. Jetzt ist die Frage, kommt er hier hinten nochmal raus aus der Ecke? Oder müssen wir ihn locken? Oh Gott, den habe ich jetzt da überhaupt nicht gesehen. Und ich glaube, das ist der Raum, in dem wir schon waren. Ja, das ist der Raum mit dem Schalter, den wir schon gelegt haben. Okay, wir hätten also den anderen gemusst. Und er hat uns. Und das ist unser Todesurteil, oder? Nein, er schmeißt uns nochmal um. Okay, wir haben also nochmal die Chance zu rennen. So, wir rennen. Und gucken, dass wir jetzt hier im Mittelgang hier und dann hier links rumkommen. Weil hier muss sich dann der nächste Schalter auch so befinden. Ah, dort. Nein, das ist der Pumpenraum. Das ist wieder der falsche Raum. Wir nehmen den Spind mal mit. So. Und wir warten. Aber ich glaube nicht, dass er uns hierher gefolgt ist. Nein, sieht nicht so aus. Wo müssen wir dann jetzt hin, ist die Frage. Hier sind wir hergekommen. Gut, wenn wir hierher gekommen sind und hier die Pumpen gesehen haben, heißt das, wir müssen irgendwo anscheinend hier weiter. Da kommt der Dicke uns tatsächlich noch hinterher geschlendert. Nehmen wir den Spind. Wir wollten doch immer schon mal hier so eine ganze Folge im Spind verbringen, oder? Der ist hübsch und niedlich und klein. Und ich höre die Ketten rasseln. Ich höre ihn immer noch.